Kameraden, willkommen zu einer neuen Folge vom Berylschen Adventskalender. Heute spielen wir Crazy Machines 2. Und ja, wie ihr seht und hört, wir haben hier den kleinen Einstein dabei. Und der Einstein, der wird uns jetzt durch dieses Spiel führen. Es ist ein Physikrätselspiel sozusagen. Und es macht ziemlich viel Spaß, wie ich finde. Was willst du spielen? Du kannst zwischen Karriere... Ach komm, wir legen einfach los ohne Tutorial. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen, wie das hier funktioniert. Wenn du schwierigen Aufgaben gewachsen bist, kannst du hier in meiner Heimatstadt verschiedene Aufgaben erledigen. Solltest du dabei erfolgreich sein, hast du die Gelegenheit, mit mir auf eine einzigartige Reise zu gehen. Und hier habe ich schon einen ersten Auftrag für dich. Das Lagerhaus am Rand der Stadt benötigt jemanden, der dort ein wenig aufräumt. Die Aufgabe ist sehr einfach. Zerstöre die unterste ägyptische Amphore mit der blauen Bowlingkugel. Yo. Um dir ein paar Extrapunkte zu verdienen, solltest du die oberste ägyptische Amphore zerstören und die mittlere dabei heil lassen. Jo, das kriegen wir hin. Mal gucken. Also, das ist jetzt unsere Aufgabe. Und das sind die ganzen Gegenstände, die wir zur Verfügung haben. Und durch zwei gebogene Bahnen und eine Kiste sollten wir diese Bowlingkugel hier gegen und hier gegen schmeißen. Lass mal gucken. Okay, die eine sieht so aus. Das sieht ziemlich danach aus, als wenn wir sie hier hinstellen müssten. Und die zweite, die können wir direkt hier vorstellen, weil dann die rollt ja hier runter und dann holt sie hier runter. Und dann würde sie die hier treffen, wenn wir hier aber diese Rampe davor stellen. Ungefähr so. Müsste das eigentlich klappen. Und jetzt drücken wir auf Start und gucken, ob das Experiment funktioniert. Ja, er rollt und rollt und rollt und... Genau, bam. Das ist es. Well done. Genau so sieht das aus. Und wir haben nicht mal die Kiste gebraucht. Gut, das war das erste Experiment. Gehen wir ins zweite. Hier sind also deine Ergebnisse. Mhm. Am Zahnrad erkennst du, wie genial deine Lösung ist. Wir sind jetzt Praktikant. Du kannst deine Lösung hochladen, damit sie auch alle anderen anschauen können. Geil, oder? Bist du mit deinem Resultat nicht zufrieden, dann schau dir doch mal meine oder die Lösung eines anderen Spielers an. Ansonsten gehe doch einfach zum nächsten Experiment oder zurück ins Menü. Weiter. Wir möchten das nächste holen, oder? Der Bowling-Club braucht Hilfe bei der Vorbereitung eines wichtigen Turniers. Deine Aufgabe ist es, die mittlere Bowlingkugel in die markierte Zielzone zu bringen. Hm. Sicher ist dir schon aufgefallen, dass sich etwas oberhalb noch eine zweite Bowlingkugel befindet. Bringe diese vor der anderen in die Zielzone und du bekommst dafür ein paar Extrapunkte. Okay. Gucken wir mal. Wir haben... zwei Sprungfedern, ein Fass und eine gebogene Bahn. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir es einfach so starten. Okay, du fällst einfach hier auf das Katapult und du fällst da in die Ecke. Interessant, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir werden von hier aus ein Fass fallen lassen. Und wir müssen hier, jetzt brauche ich die Fallentasten, Sprungfeder hinstellen. Ich würde sagen, die bauen wir hier hin. Und dann fällt die nämlich hier so runter. Oder hier hin. Nichtsdestotrotz, die ist ja schon da. Die wird auf jeden Fall benutzt. Und dann wird hier nochmal eine gebraucht. Das bedeutet, hier bauen wir eine zweite hin. So, mal gucken, was jetzt passiert. Zack. Die fliegt dahin. Die blaue ist jetzt vor der grünen. Aber die Grüne hat zuerst den Bereich hier. Achso, das Fass haben wir auch gleich mitgenommen. Ist ja okay. Hat funktioniert, aber die Grüne ist vorher reingesprungen. Leider, leider. Hat funktioniert, aber wir wiederholen das mal. Wenn du dir alles noch einmal ganz genau anschauen willst, benutze die Zeitlupe oder verfolge ein Bauteil. Na, okay. Danke. Zurück. Können wir das einfach nochmal spielen? Nee, ne, können wir nicht. Jetzt haben wir nämlich nur Bronze gemacht, weil wir nämlich das Nebenziel nicht erreicht haben. Aber okay, gut. Machen wir das nächste Spiel. Mal gucken, was für ein Experiment jetzt kommt. Gut gemacht. Dank deiner Hilfe im Bowling-Club hat mich der Bürgermeister zum Bowling-Spielen eingeladen. Was für eine Ehre. Doch bevor wir beginnen können, musst du einen Testwurf machen. Räume alle drei Pins mit der Bowlingkugel ab.
sodass diese in dem dahinterliegenden Auffangkorb landen. Mhm. Auch hier kannst du dir wieder ein paar Extrapunkte verdienen. Diesmal, indem du den einzeln stehenden Pin umwirfst. Okay. Machen wir. Wir haben ein Regalbrett, zwei gebogene Bahnen, eine Kiste und ein Fass. Mal gucken, was passiert, wenn wir es einfach so starten. Die rollt und passiert nichts. Alles klar. Gut. Was haben wir hier? Können wir das hier drüber? Das könnte klappen. Und jetzt der hier, okay. Der könnte hier klappen und dann sollte das funktionieren. Und wir sollten vielleicht... Nein! Nein, wir machen das anders. Weg. Hier, Regal. Das Regal kommt hier hin. So rollen wir nämlich das... So rollt nämlich die Bodenkugel hier weiter. Und dann können wir ganz entspannt das hier langfahren lassen. Das hier ziehen wir ein bisschen weiter nach hier. Und die Bodenkugel wird jetzt hier lang rollen. Hier lang rollen. Hier gegen blumsen. Sodass diese Bodenkugel hier runterfällt. Und dann wird sie hier zurückrollen. Nimmt hier nochmal Schwung auf und nimmt die drei mit. Mal gucken, ob das klappt. Ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Zack. Langsame Geschichte auf jeden Fall. Das hat schon mal geklappt. Das Nebenziel ist erreicht. Komm schon, Bodenkugel. Roll! Roll! Gib alles! Na los. Ja? Ja, jawohl. Zack. Wer sagt's denn? Hat nur ein bisschen gedauert. Hat aber geklappt. Weiter geht's. Okay. 1 Minute 26, aber nur weil die Bullenkugel so langsam war. Gesparte Elemente. Stäbe, benutzte Hinweise. Alles klar. Gold. Weiter geht's. Im Haus des Bürgermeisters muss ein altes Wagenrad in den Keller gebracht werden. Allerdings ist die Falltür zum Keller noch verschlossen. Diese muss erst mit Hilfe des Hebels geöffnet werden. Wenn es dir gelingt, die Falltür mit der blauen Bowlingkugel zu öffnen und diese dann noch in die Kiste im Keller zu legen, hat der Bürgermeister eine Belohnung versprochen. Okay, sie werden wirklich komplexer. Alles klar, wenn wir jetzt einfach starten, dann rollt das Rad los und rollt und rollt und rollt und Herr bleibt dann wahrscheinlich hier stehen, ne? Ne, nicht mal. Warum bleibt es denn da stehen? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber okay. Gucken wir mal. Die Bowlingkugel. Okay. Wir müssen das hier drunter packen und den Baustein hier hin. So, dann haben wir schon mal das. Das hat aber noch gar nichts gebracht. Alles klar. Danke dafür. So vielleicht? Perfekt. Viel besser. So, die rollt jetzt natürlich da weg. Das ist natürlich auch keine Option. Dann müsste ich... Echt? Kann ich das drehen? Das kann ich nicht drehen. Das muss so. Okay, dann muss das so. Kann ich das denn hinstellen? Das macht keinen Sinn. Ah, hier. Den hier brauchen wir auf jeden Fall. Der kommt hier hin. So. Was passiert dann? Dann passiert, dass die Bullenkugel da hängen bleibt. Alles klar. Also hier weiter runter. Nochmal das Ganze. Zack. Ja, das war aber leider auch nichts. Dann würde ich sagen, hier hin. Und das hier geht mir auch auf den Sack. Warum geht das nicht? Wir haben nur noch diese Bahn hier. Die können wir aber nirgendwo hier hinstellen. Komischerweise. Das ist jetzt schwieriger, finde ich. Verdammte Axt. Wie machen wir das denn am geschicktesten? Und warum
alles keinen Sinn, oder? Macht das Sinn? Ja, das macht tatsächlich Sinn. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen was rausnehmen. Dann stellen wir die mal hier hin. Gucken, was dann passiert. Da wieder nichts. Okay, das ist wieder zu weit. Also muss ich hier hin. Okay, das sieht viel besser aus jetzt. Mal gucken. Hey, du war doch am Schalter. Das ist aber Blödsinn, weil der muss ja nicht hier hin. Fällt mir gerade ein. Okay. So weit sind wir schon mal. Das funktioniert. Frage ist, warum das Rad hier nicht weiter. Das verstehe ich halt wirklich nicht. Warum das Rad hier nicht einfach weiterrollt. Das macht keinen Sinn in meinen Augen. Text. Die Falltür kann mit dem Baustein geöffnet werden. Echt? Machen wir das anders? Aber dann kriegen wir die Bullenkugel ja gar nicht weg. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm, ne? Drittes Level und jetzt raff ich es nicht mehr. Wir haben auch keine Items mehr. Okay. Die Bullenkugel kann mit Hilfe des Katapults und der Sprungfeder zum Öffnen der Falltür verwendet werden. Wird noch die gebogene Bahn verwendet, kann die Bullenkugel in die Kiste befördert werden. Ja, aber genau das tun wir doch gerade. Die Frage ist, warum rollt dieses Rad nicht weiter? Das ist halt das Komische an der Sache. Das Rad, obwohl es eine. Es hat doch hier eine Schräge. Warum rollt es denn nicht weiter? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Okay. Zeig mir einfach alles. Ja. Ja, das ist genau das, was ich aufgebaut habe. What the fuck? Ja, und es rollt trotzdem nicht. Es rollt einfach nicht. Es rollt einfach nicht. Warum rollt dieses scheiß Rad nicht, Mann? Ah! Warum? Das muss ja, also Entschuldigung, das muss ja Bug sein. Jetzt habe ich ja alles aufgedeckt. Und es rollt einfach nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Soll das denn? Ja, ich möchte ins Menü gehen. Wir starten das Spiel nochmal. Also wir starten diese Mission nochmal. Bowling spielen. Oder wir können direkt das nächste spielen. Tatsächlich. Ja, aber Bowling spielen. Nee, Quatsch. Alles im Keller. Ist es. Im Haus des Bürgermeisters muss ein altes. Ja, das wissen wir schon. Was wissen wir schon? Werden. Allerdings ist die Falltür zum Keller noch verschlossen. Diese muss erst mit Hilfe des Hebels geöffnet werden. Wenn es dir gelingt, die Falltür mit der blauen Bowlingkugel zu öffnen und diese dann noch in die Kiste im Keller zu legen, hat der Bürgermeister eine Belohnung. Danke. Gut, wir wissen, wie es geht. Du kommst hierhin. Du kommst hierhin. Du kommst hierhin und du kommst. Hier hin. Los geht's. Es rollt einfach nicht. Es rollt einfach nicht. Es will nicht rollen. Okay, dann vergiss es. Es will einfach nicht weiterrollen.
Lass mal sehen, was in der Zeitung steht. Scheint, die Physik hat versagt in dem Spiel. Diese Aufgabe ist einfach. Die beiden Fußbälle sollen mit den roten Dominosteinen angestoßen werden. Mit den beiden Ballons kannst du dir noch ein paar Extrapunkte verdienen. Der linke Ballon soll zerstört werden. Der rechte soll heil bleiben. Verstehe. Das ist ja einfach, denke ich. Oder? Mal gucken. Was passiert denn, wenn wir jetzt einfach so machen? Okay. Verstehe, okay. Gucken wir mal. Wenn wir jetzt hier einen Dominostein hinstellen und der fällt runter, was passiert dann? Oh, nicht so viel. Ah, okay. Dass er dahin funktioniert. Warte mal, welcher soll zerstört werden? Der linke oder der rechte? Hier kommt noch ein Dominostein. Mal gucken, was dann passiert. Zack. Okay, das war schon mal richtig. Stellen wir mal hier noch einen Dominostein hin. Na also! Geht doch. Ja, und wir haben zwei Fässer und einen Dominostein übrig. Exzellent. Und wieder Gold. Na, wie schön. Dem Bürgermeister ist seine Gummiente entlaufen. Du sollst sie wieder einfangen. Ich habe dafür schon eine Falle gebaut, die du nur noch auslösen musst. Durchtrenne das Seil, das den Metallkäfig hält, um die Gummiente zu fangen. Die Bowlingkugel habe ich vom Bürgermeister ausgeliehen. Lege sie also bitte wieder zurück in den rechten Korb. Sollte es dir gelingen, die Falltür mit dem Dartpfeil auszulösen, so sind dir ein paar Extrapunkte sicher. Okay. Gucken wir mal. Dartpfeil. Das bedeutet, wir brauchen hier definitiv das Katapult für. Katapult. Und dann brauchen wir hier etwas, was runterfällt. Gut. Armbrust. Achso. Wie schießen wir denn da am besten? So würde ich sagen, schießen wir. Gucken, ob das klappt. Und jetzt nehmen wir noch die hier und sagen, okay. Ab ins Körbchen. Also, folgender Plan. Der Stein fällt runter aus Katapult. Das Katapult lässt den Dartpfeil ein bisschen fliegen, sodass hier drauf die Falltür ausgelöst wird. Die Falltür fällt hier runter. Und dieses Gewicht schwingt. Schwingt die Bowlingkugel hier über diese kleinen Hügel, fällt runter oder rollt runter. Aktiviert hier diesen Trigger von der Armbrust. Die Armbrust schießt durch dieses Loch hier auf dieses Seil. Der Käfig fällt runter auf die Ente. Und während wir hier getriggert haben, rollt die Bowlingkugel hier runter, hier rein und gut ist. Mal gucken, ob das klappt, wie ich das vorstelle. Okay, das hat geklappt. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Hey, hey, du hast es. Das hat doch gut geklappt. Okay. Weiter. Alles einfach. Diesmal braucht die Brauerei deine Hilfe beim Sortieren der oberen drei Fässer. Deine Aufgabe ist es, die Fässer in der richtigen Reihenfolge in den Keller zu bringen. Zuerst das mittlere, dann das oberste und als letztes das unterste Fass. Aha. Um an ein paar Extrapunkte zu kommen, solltest du die Falltüre mit dem Fass, welches rechts neben dem großen Fassstapel liegt, öffnen und es anschließend auch in den Keller zu den anderen bringen. Das hört sich schon kompliziert an, finde ich. Na, mal gucken. Okay. Was passiert, wenn wir es einfach starten? Okay. Klasse Sache. 1, 2, 3. Ich glaube, ich muss es nochmal sehen. Die 3, die fliegt hier runter und ist ja. Okay. Okay. Dasselbe hier nochmal bauen.
Das Fass müssen wir hier runter. Aber ich glaube, das Fass, das rollt nicht, ne? Das Fass rollt nicht. Dann gucken wir mal, dass wir den... das Fass mit dem Football hier ein bisschen triggern können. Ja, können wir. Na, ich glaube, das wird nix. Das sieht doof aus. Okay. So vielleicht. Okay, dass das funktioniert, wissen wir jetzt. Ja, okay. Aber die Falltür nicht getriggert. Wir müssen uns das nochmal angucken hier. Wie fällt die denn? Ah, okay. Muss die einfach nur hier runtergezogen werden. Das sollte funktionieren. Mal gucken. Perfekt. Naja, da fehlt wohl noch etwas. Okay. Was denn? Ich habe leider nicht mitgezählt, welches zuerst. Gehen wir mal die Fässer durch, okay. Oh Gott, das geht mir viel zu schnell. Das ist das erste hier. Das ist das dritte, das ist das zweite. Okay, eins. Eins ist ganz vorne. Eins ist ganz vorne. Kein Kommentar. Okay, eins war aber ganz vorne. Eins funktioniert. Dann gehen wir jetzt mal auf die zwei. Die zwei ist hier. Hier ist die zwei. 2 ist hier ganz hinten. Ja, die 2 und die 3. Irgendetwas stimmt da nicht. Die 2 und die 3. Die, Mal gucken, wenn die nicht so viel Schwung haben. Komplizierter zu sein, als es aussieht. Tatsächlich ist es so. Es ist ja nur eine Kleinigkeit, die hier noch fehlt, ne? Na, dolle Wurst! Also, das ist jetzt ein bisschen Rumprobiererei, ne? Naja. Schon wieder nicht. Fehlt wohl noch etwas. Schon wieder nicht. Okay. Schade, Schokolade. Dann zeig mir mal, wie das Ganze aussehen soll. So, genau so. Ne? Außer halt, also das war hier echt so Millimeterarbeit wahrscheinlich, wie das hier aussehen soll. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Ich bin gespannt, liebes Spiel. Sehr gut, Spiel. Genau so habe ich mir das gedacht. Also, in der Lösung vom Spiel funktioniert es gar nicht. Alles klar, gut. Ich hoffe, das Spiel hat euch irgendwie gefallen. Wenn man mal von diesen Bugs absieht. Ich würde sie als Bug betiteln. Vielleicht funktioniert die Physik Engine tatsächlich nicht vernünftig auf meinem PC. Beziehungsweise die hier laufen sollte, funktioniert nicht vernünftig, weil ich immer eine Fehlermeldung kriege, wenn ich das Spiel starte. Dass irgendwie irgend so eine C++-Geschichte habe ich nicht. Beziehungsweise ich habe eine neuere Version als die ihr braucht. Vielleicht ist es deswegen, vielleicht wird deswegen funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe trotzdem, dass es euch irgendwie gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, liebe Freunde. Bis dahin, macht's gut, euer Beritz.